Ja, servus, hi, ich bin's, der Markus. Heute darf ich mit Marco zusammen den Fußballkindergarten machen. Gleich mal vorneweg wieder zu unserem Programm. Heute ist ja Montag, heißt Fußballkindergartentag. Am Dienstag haben wir immer unser MFS-Fördertraining, am Mittwoch Torwarttraining, Donnerstag nochmal Fußballkindergarten und Freitag zum Abschluss auch nochmal ein Fördertraining. Okay? Heute das Training, der Fußballkindergarten, ist vor allem für die ja, etwas Jüngeren. Okay? Heißt, wenn du so 3 bis 4 Jahre alt bist und noch nicht auf Fußball gespielt hast, ist es genau das richtige Training für dich. Der Marco ist heute der 3- bis 4-jährige Spieler. Bin gut eingesprungen. Und ich bin heute der Trainer bei allen 3 Übungen. So. Das ganze Training steht heute so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt oder unter dem Schirm eine Wanderung. Okay? Wir haben 3 verschiedene Wanderungen und für die erste Wanderung brauchen wir jetzt zum Aufbauen erstmal Material. Wir gehen es jetzt mal durch. Du brauchst bitte, ich habe jetzt hier natürlich als Trainer 5 Hütchen, du kannst auch Klopapierrollen nehmen, Flaschen, was auch immer, auf jeden Fall 5 Stück, okay? Aus diesen 5 bauen wir uns jetzt einen See. Zudem brauchst du, ich habe jetzt Stifte genommen und eine Tasse, okay? Wir machen nämlich ein kleines Aufwärmspielchen. So, wir bauen jetzt gemeinsam einfach mal den See auf. Ich auch? Nö, musst du nicht. Das schaffe ich alleine. Du hast dir den Ball schon mal geschnappt, sehr gut. 1 oder 2? Einen Ball. So. Kommst du da hinten vorbei an der Ecke? Nein, leicht. Nein. Ich fange mal ein bisschen nicht so, dass wir viel Platz haben, gell? Mit 2 Stiften an. Ganz, ganz simpel. So. Du bist bereit? Gut. Die erste Wanderung um den See wird mit Musik passieren, okay? Heißt, wenn du schon mal Reise nach Jerusalem gespielt hast, ist es ähnlich das Spiel. Also, ich mache das jetzt einfach mal vorne, du schaust zu, okay? Okay. Der Trainer, also ich, werde klatschen, zack, 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 während die Musik läuft, oder das Klatschen, wanderst du um den See, okay? Wanderst du um den See, zack, zack, ganz eng um den See. Ich klatsche mal weiter, werde vielleicht auch mal ein bisschen schneller, dann wirst du auch schneller. Wenn die Musik aufhört, wir haben jetzt hier 2 Stifte, in den Hütchen oder in den Klopapierrollen oder an den Flaschen dran, wie auch immer. Jetzt gilt es gegen den Trainer, wer schneller ist, diese 2 Stifte aufzuräumen. Okay? Heißt, mit Ball hin, erster Stift. Du darfst immer nur einen Stift nehmen. In die Tasse, schnappst du den 2. Stift. Okay? In die Tasse, Marco. Und wieder zurück in die Mitte, Fuß auf den Ball, wer schneller fertig ist. Okay? Wir fangen mal nur mit 2 Stiften an. Okay. Du darfst die Stifte einfach irgendwo rein, an irgendeinem, so. Oh. Das ist schlecht, oder? So, ich gehe wieder hinter die Ecke. Ich gehe in die Ecke. Die Richtung ist erstmal egal. Okay? Fangen wir. Musik hier. Eng. Eng an die Bäume rum, um den See rum. Genau. 5 Bäume um den See. Bisschen schneller werden, Kinder. Schneller werden. Muss ich beide Füße oder einen Fuß hernehmen? Richtungswechsel, egal wie du mal willst. Und langsam, langsam, dafür ganz, ganz eng. Und wir werden noch mal schneller, 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 Markus. Oh, Musik aus, genau. Das war mit Ball, ne? Nummer 1 mit Ball, ja. Nummer 2. Ich halte den Ball schnell, 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 schnell. Zurück und stopp. Ich denke mal, du warst jetzt bestimmt ein bisschen schneller wie der Marco. Schwindlig. Was du gut gemacht hast und auch gerade gesagt hast, du hast den Ball immer mit der Sohle angehalten. Also vor allem, wenn wir sehr, sehr schnell werden, den Stift zurückbringen, der Ball wird ja auch immer schneller, okay?
wenn du ihn anhältst, am besten mit der Sohle auf den Ball drauf, kurz Stift ablegen und wieder zurück. Okay? Genauso auch vor jedem Baum. Anhalten, Stift rausnehmen. Hast du super gemacht. Danke. Gut, wir machen es ein bisschen schwerer. Warum sind wir denn da direkt an der Wand, Markus? Wir haben leider nicht mehr Platz. Wo sind jetzt meine zwei Stifte? Hier. Drei Stifte. Oh. Oh. Jedes Mal, wenn ich jetzt sage, bitte Richtungswechsel, nimmst du den Ball mit deinem Lieblingsfuß, mit dem starken Fuß, ziehst ihn, lässt ihn kurz rollen und gehst weiter um den Sieg. Okay? Ziehen vorlegen? Nein, nur kurz rollen lassen. Kurz rollen. Egal wie. Lass ihn einfach kurz rollen in die andere Richtung, Richtungswechsel, rollen lassen und wir drehen um. Okay? Mehr ist es nicht. Das ist für die ganz Kleinen. Ja, ist gut. Ich fange ja auch gerade an. Gut, ich mache Musik wieder. Musik oder klatschen? Klatschmusik, Klatschmusik, Klatschmusik. Es wird toll, wenn du singst dazu. Schneller werden. Geht nicht. Du lahme Ente, jetzt komm. Schneller. Das Maximum. Richtungswechsel. Gut. Richtungswechsel. Langsam. Richtungswechsel. Richtungswechsel. Hörst du die Musik? Die wird ein bisschen schneller. Ja, aber ich kann nicht schneller, weil die Wände überall sind. Versuch's mal im Laufen, leicht im Laufen, Marco, bitte. Ja, so klar. So ist gut, super. Können wir in Richtung... Mit Ball nie vergessen. Nummer 1. Oh, jetzt ist er schnell. Jetzt musst du dich beeilen. Marco ist sehr schnell. Die Kinder müssen sich beeilen. Und das war richtig schnell. Fuß auf den Ball und fertig. Gut. War schwer, ihn zu schlagen. Der war richtig schnell unterwegs. Wir machen jetzt noch... Hast du gestoppt? Nö. Schade. Nö, das machen die Kinder selber. Okay. Die sehen ja, ob sie schneller sind. Wir machen jetzt noch eine Runde, okay, mit 5 Stiften. Die letzte. Dann war es das mit dem Aufwärmen. 3 haben wir. Bin auch schon echt warm. Mit ganz, ganz viel Richtung. Aber es macht Spaß, das Spiel. Ist cool. Das freut mich. Wenn du jetzt noch singst dazu, wäre es überragend. Ja. Trommel bräuchte man noch. Oh. Gut. 5 Stifte. Richtungswechsel kommen ständig jetzt. Okay. Langsamer werden, schneller werden. Wenn ich schneller klatsche, dann versuch bitte im leichten Joggen den Ball zu führen. Okay, leichtes Job. Das ist voll schwer mit den zwei Wänden. Das schaffst du. Okay. Das schaffst du. Wir haben leider nicht mehr Platz. Darf ich? Richtungswechsel. Richtungswechsel? Nein. Schneller werden. Leicht. Versuch immer wieder ein bisschen zu beschleunigen. Richtungswechsel. Der war schwer. Langsam. Richtungswechsel. Richtungswechsel. Super, machst du das. Sogar mit links drin. Schau mal. Wie du willst. Wie du dich sicher bist. Aber der, schneller werden musst du. Schneller werden musst du. Und wieder langsam. Achtung, jetzt kommt der Doppel. Langsam. Richtungswechsel. Ein Doppel da. Langsam. Nochmal doppelter Richtungswechsel. Doppelter Richtungswechsel. Oh, ohne Zwischenschritt. Super. Das war richtig schön. Schneller werden. Deine Stift ist runtergefallen. Schneller werden. Gut gesehen. Schneller werden. Schneller werden. Richtungswechsel. Ja, schön. Richtungswechsel. Richtungswechsel, Zeck. Kommt die letzte Runde. Jetzt muss ich aufräumen, ne? Ja. Alle 5 Bäume und am Ufer. So. Jawohl. 3 Bäume hast du. Kredel noch. Zack, zack,
Ja. So. Einer noch. Auf geht's, Kinder, auf geht's. Komm, auf geht's. Zurück in die Mitte. Sehr schön. Schwindlig. Oh, ist anstrengend. Voll. Und schwindlig ist mir. Von dem Richtungswechsel. Mhm. Gut gemacht, Kinder. Kann einem schwindlig werden vom Richtungswechsel? Nein, dir schon. Nee. Kurze Pause. Wir räumen die 5 Hütchen erstmal zusammen, trinken was und kommen dann wieder für die zweite Übung zum Aufbau rein. Bis gleich. Ja, ich mach schon. Schon okay. Na klar, bist du auf der Trainer. Krieg ich ein Wasser? Haben wir. Mich jetzt eh noch nicht. So, willkommen zurück. Zweite Übung. Wie gesagt, es ist immer noch eine Wanderung. Nach der Seewanderung machen wir eine Wanderung über Hügel und Berge. Okay? Dafür holst du dir jetzt 5 Bücher. Okay? Am besten einen mit so einem harten, Buchband, sehr gut. Mit einem harten Buchband, die stehen besser, okay? Einband. 3 Handtücher wieder. Okay, ich habe natürlich wieder meine Leinmarker. Du nimmst wieder kleine Handtücher, schlägst sie zusammen. Und unsere 5 Klopapierrollen, Hütchen oder Flaschen, was auch immer, okay? Das Aufbauen dauert jetzt ein bisschen. Wir brauchen erst einmal unsere 5 Berge, okay? So, auf die offene Seite, wenn du hier so wie so ein kleines Dach, dann steht das Buch auch gut. So, 5 Hügel. So, da musstest du dazwischen kommen mit deinen Füßen. Gut, die Berge stehen. Wenn ich jetzt zu schnell war, drück einfach kurz auf Pause, dann kannst du noch ein bisschen Zeit lassen. Die 3 Handtücher, wir bauen uns eine Hütte. Aus Handtüchern? Mhm. Das Handtüchern. So. So machen wir die Hütte. Genau. Auf der Hütte gehen wir zum Essen, holen uns eine Stärkung. Oh, ich habe den Stuhl vergessen. Wie immer bei mir, der Stuhl für den Rückweg. Müssen wir nur schauen, dass wir schön im Bild sind. Wir gehen um die Kurve rum. So. Gut. So, und für den Marsch nach unten haben wir noch 5 Wanderer. Wir nehmen 4 Wanderer. 4 reichen. Gut, dann mach's ich einmal vor. Also, spiel's durch, Markus. So. Die Hütte aus Handtüchern verstehe ich nicht, aber du musst das jetzt erklären. Erkläre ich gleich. Ja. So,
Wir haben 5 Hügel. Es geht mal ganz, ganz simpel los. Okay? Ganz, ganz einfach. Versuch einfach, über die Hügel drüber zu gehen, zu wandern, ohne sie zu berühren. Ich probiere das jetzt mal mit meinen großen Quadratlatschen. Auf Zehenspitzen. Zack. 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 Letzter Berg. Geschafft. Gut. Nach der Wanderung wollen wir natürlich eine kleine Stärkung zu uns nehmen. Du lässt den Ball einfach plumpsen. Drückst ihn nach unten, okay, mit der Fußsohle, also unterm Fuß, drückst ihn nach unten. Wir kehren in die Hütte ein, essen eine Kleinigkeit, ziehen den Ball wieder raus, gehen nach vorne weg und schießen den Ball ins Tor, okay? So, nach der Hütte geht es natürlich wieder nach unten. 4 Wanderer, okay? Die 4 Wanderer überholen wir jetzt einfach. Das machst du wie folgt. Bei dem Wanderer Füße auf, dazwischen wieder zusammen. Auf, zusammen. Auf, zusammen. Auf, zusammen. Ball nach unten. Okay. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Ich möchte, dass wir es nochmal machen. Die Lehne versuchen wieder anzulupfen. Wir sind jetzt hier ziemlich nah dran, weil wir ganz wenig Platz haben. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Platz im Garten oder im Zimmer. Versuchst jetzt wieder den Ball an die Lehne zu lupfen. Wichtig ist, Zehenspitzen und dann Ball und den ganzen Fuß nach unten ziehen. Okay? Fertig. Das war's. Können wir die Hügel ein bisschen auseinanderbauen? Warum sind deine Füße zu groß? Du bist halt einfach so gelaufen. Ja, und für die Kinder eher. Ja, aber die Kinder sind keine Kinderfüße. Du hast keine Kinderfüße. Danke. Schauen wir, ob du das so schaffst. So müsstest du schaffen, oder? Auf Zehenspitzen. Versuch die erste Runde, darfst du ruhig gehen machen, ein bisschen langsamer, Ball in die Hand und los. Einfach nur drüber. Ganz, ganz simpel, genau, zack, auf Zehenspitzen, zack, zack. Jawohl, Wanderung beendet. Ball plumpsen, drücken, sehr schön. Dropkickstock. Rausziehen, drücken reicht einfach. Drück die kleinen Kennen des Dropkicks. Rausziehen, nach vorne legen, Ball ins Tor schießen. Du darfst ruhig ein bisschen fester schießen. So, 4 Wanderer. Zack, zusammen, zack, zusammen, auseinander, zusammen. Jawohl, bei jedem Wanderer einmal. Du darfst den Ball auch wieder drücken. Oh. Ja, das war ein bisschen gut. Wo drücken? Wo soll ich ihn hindrücken? Mit dem Fuß ins wieder. Rein. Das drücken, also Ball plumpsen lassen und Ball wieder drücken. Also totstoppen. So wie du es da gemacht hast. Totstoppen. Da habe ich einen Dropkick reingestoppt. Da totstoppen? Du darfst ihn dir immer drücken, wie, egal wie. Aber vor dem Loop, wir kommen gleich nochmal dazu. Okay. Mach mal nochmal bitte ein bisschen schneller, ich glaube, das schaffst du. Versuch's mal schon im Laufen. Jetzt warst du zu schnell. Jawohl. Drücken. So. Rein in die Hütte. Was essen. Rausziehen aus der Hütte den Ball. Bisschen nach vorne spielen, dass du schießen kannst. Jawohl. Fertig. 4 Wanderer. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Jetzt drücken. Du Schlawiner, du machst es mit Absicht. Was denn? Ich sollte drücken, hast du gesagt. Drück ihn mal, dass der Ball wirklich tot ist und nicht nach vorne rollt. So. Super, du bist sehr, sehr schnell, bevor ich ausgeredet habe und den Ball hinten an die Wand lupfen. Gut. So. Gut. Das letzte Mal, da machen wir es ein bisschen schwieriger. Rausziehen aus der Hütte. Wir haben was gegessen. Rein ins Tor damit. Gut. Und dann 4 Wanderer wieder. Klack, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ball nach unten schaffen, dass er nicht rollt. Zieh ein bisschen zurück. Genau, Fuß unten rein. Der war nicht gelupft. Moment. So. Wir machen es ein bisschen schwerer. Wir haben jetzt noch 3 Runden. Die Füße schauen in die Richtung. 3 Runden, die Füße schauen in die Richtung. Okay? Ich mal schnell den Ball. Bei dem Aufzu dreh dich um. Oh je. Ja, rückwärts springen ist nicht ganz leicht. Wichtig ist, dass du immer über deine Schulter drüber schaust. Schulterblick üben wir jetzt. Ein Schulterblick? Das ist ja Wahnsinn. wo der nächste Wanderer ist, okay? Also der erste kommt ja gleich, zack, auseinander. Zusammen dazwischen. Schau immer, wo der nächste Wanderer ist, okay? Egal über welche Schulter du schaust. Ich nehme die linke, zack. Zusammen. Zack. Zusammen. Okay? So.
Dropkick hinterm Standbein? Nein, wir machen ein bisschen was anderes. Lupfen haben wir jetzt schon gemacht. Ball stoppen. Okay. So. Ball unter deinem Lieblingsfuß. Sieht man das noch? Ich hoffe, man sieht's. Okay. Sonst machen wir es beim nächsten Mal besser. Aber das müsste noch drauf sein. Ja. So. Wir ziehen den Ball und lassen ihn durch die Füße rollen in den Stuhl hinein. Schau mal hin. Ziehen, abstellen, rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen in den Fuß rein. Okay? Mhm. Wie laufe ich über die Berge? Seitlich. Weißt du noch, wo die ersten Füße, wo die Zehen hinschauen sollen bei der ersten Runde? Da. Nein, zum okay. Fernseher. Zum Fernseher, zur Kamera quasi bei uns. So, versuch's einfach nochmal. Einen Fuß vor, den anderen drüber. Zack, wieder um die Kurve. Pam, wie viel? Pam. Eins, zwei. Eins, zwei. Hier bleibt alles gleich bei der Hütte, okay? Kickstopp. Bitte? Kickstopp. Ob wir jetzt noch rollen oder ob er tot ist, sagen wir, ist mir völlig egal. Du gehst irgendwie in die Hütte rein, ziehst ihn raus mit dem rechten Fuß, spielst ihn nach vorne und schießt den Ball ins Tor, okay? Wanderweg oder Rückweg habe ich schon gemacht. So, versuch's mal. Zwischen den Hügeln 1, 2, 1, 2, Kurve zur Wand. 1, 2, 1, 2, Ball nach unten. Jawohl, du stoppst den gleich in die Hütte. Sehr gut. Rausziehen, nach vorne spielen. So. So. Du schießt so zaghaft. Wir haben letzte Woche viel fester geschossen. Soll ich denn da hinschießen? So, rückwärts, was war das? Schulterblick, schau, wo der Wanderer ist, dass du nicht auf den drauf springst, sondern die Füße auch wirklich. Lass, spring mal. Vorsicht, siehst du den Wanderer? Du hast auf vergessen. Ach so. Beim Wanderer auf, nicht drüber springen. Okay. Auf und jetzt wieder zu. Achtung, nächster Wanderer, auf, zu. Auf, siehst du die Wanderer? Schaust du über deine Schulter drüber? Ja. Echt? So, und jetzt? Ball wieder, Dropkick stoppen, Fuß auf den Ball. So, jetzt ziehst du ihn so fest, stellst deinen Fuß ab, dass er durchrollt in den Stuhl hinein. So, aber war halt daneben. Ja, aber nächstes Mal treffe ich, oder? Wunderbar, noch zwei. Du kannst natürlich bei jeder Runde schneller werden. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dropkick in die Hütte rein. Beim Eingang gehen wir rein, nicht durchs Fenster. Jawohl. Geht gern durchs Fenster. Sehr schön. Jetzt von Anfang an auf, zu, auf, zu. Ohne Pause, auf, zu. Alle Wanderer überholt. Zack, durch die Füße rollen. Ah, wieder nicht getroffen, Markus. So, darf ich dir noch was zeigen? Gerne. Versuch mal beim Rollen den Fuß, also du ziehst ihn und den Fuß so ein bisschen neben dem anderen, dass du in dem Grätschritt bist, abzustellen, okay? So. Aha, ich versuch's. Ja. Okay. Mir gefällt es nicht, wenn der Fuß in der Luft ist, dann denke ich so, okay. Okay. Eins, zwei. Du musst es sauber machen, oder? Eins, zwei. Eins, zwei. Das war sehr sauber. Oh, Schuss. Oh. Jawohl, ab ins Tor damit. Und jetzt rückwärts. Rückwärts. Alles beim Halten. Vorsicht auf die Wanderer. Vorsicht. Uiuiui. Ziehen, abstellen. Genau. Pfosten. Fast. Es wird. Gut, stopp. Dreimal rein. Jetzt brauchen wir natürlich noch die andere Seite. Okay? Heißt, Fußspitzen schauen da lang. Und los. Und dann vorwärts? Nein. Dreh. Kurve. Vorwärts hatten wir ja vorher schon. Jawohl. Das wäre die Kombination. Nein. So. Das rückwärts. Kombi, ja. Rückwärts. Das bleibt. Bleibt. Oh. Ja, rückwärts bleibt. Das heißt, die Wanderer ein bisschen ausweichen. Zwei Wanderer. Und? Abstellen. Gut. Oh, hab ich getroffen. Sehr schön. Bravo. Noch zweimal. Im Laufen. Soll ich schnelle Schritte machen? Im Laufen. Wie auf der Erdmatte? Zehenspitzen, das ist gut. Eins, zwei, Zehenspitzen. Moment, schau, zurück. Mich verlaufen. Dreh deine Füße, dreh. Jawohl. Toll gemacht. Sehr schön. Muss toll sein. Toll. Schuss. Schuss. Und? Vorsicht jetzt diesmal ohne Crash. Jawohl. Ja. Und jetzt tot stoppen. Tot stoppen. Und? Doch. Den letzten triffst du noch. So, jetzt probier mal bei der Kurve auch nur zwei. Okay, da hast du vorher ein bisschen viele gemacht. Ja. So. Oh,
voll, oder? Rausziehen, Vorsicht. Fußwechsel oder ziehen vor. Nein, immer noch. Ja. Sehr schön. Beim letzten Mal nochmal auf die Wanderer aufpassen. So, drücken kommt den letzten Mast. Sicher. Oh, wer hat den Stuhl umgestellt? Was ist das? Tatsächlich. Du bist nicht aufmerksam, Coach. Tatsächlich, ja. Du bist nicht aufmerksam, Coach. Nochmal? Darf ich nochmal? Willst du noch einmal? Ja. Ja, komm mal. Hopp. Nur zwei Schritte, super. Rein in die Hütte. Rein. Ja. Und jetzt ziehen, ja, legen, Vorspiel, schießen. Zehenspitzen. Auf den Zehenspitzen, super. Totstoppen. Rücken. Und? Jawohl. Ah. Bravo. Fertig. Kurz, hilfst du mir beim Aufräumen diesmal, das ist ein bisschen mehr. Ich nehme die Wanderer mir vor. Dankeschön. Kurze Pause. Dann kommen wir zur nächsten. Wo mache ich die Wanderer hin? Das kannst du hier einfach hinstellen, ich brauche es gleich wieder. Ich brauche gleich alles wieder. So, trinken wir einen Schluck auch. Trinkpause, Kinder. Also, Trinkpause, ja. Ja. Leinmarker bei mir. Ja, und jetzt dürfen wir uns da ein bisschen ausleben beim Aufbauen, okay? Wir simulieren jetzt nämlich eine Autobahn, auf der Stau ist, okay? Wir haben jetzt hier mal 5 gelbe Autos, zack. Bau das relativ nah an die Wand, bitte. So. Und ich laufe jetzt auf der Autobahn entlang. Moment. So, da haben wir Autos, Jetzt brauchen wir noch ein paar LKWs. Die stellen wir hier zwischen rein. Hier ist ein LKW. Da ist noch ein LKW. Brauchst du noch Autos? Das sind mir zu viele LKWs, Markus. Zu viele LKWs? Ja, nee, komm, das schaffst du. Du kommst da durch, ich weiß es. Hier ist einer. Wanderung macht man am Sonntag, da dürfen keine LKWs fahren. Wie soll ich denn da durch? Ich muss doch da durchlaufen, oder? Das werden wir gleich sehen. So, der darf natürlich nicht so stehen. So. Das musst du mir zeigen. Jetzt. Ja, werde ich auch. Wir brauchen noch eine Raststätte. Mit Handtüchern. Ja, da reichen jetzt 2, weil die Raststätte an der Wand ist. Ach so, die Kinder sollen Handtücher nehmen dafür? Ja, das wissen sie von letzter Woche auch. Okay. Handtücher einfach einschlagen, zack, zack. Okay. So, und das Tor, bis das Tor passt. Und klopft jemand. So, so schnell die Tür gehen. Gut! Erste Runde, machen wir zwei Aufwärmrunden, dass du mal ein Gefühl für den Stau bekommst, wo so welches Auto steht. Es geht ganz, ganz simpel los, okay? Versuch einfach, ohne einen Unfall zu bauen, das heißt keine Crash, keine Autos berühren, bin ich jetzt über die Autos drüber fahren, okay? Drüber. Wir fahren mit unserer Familie nach Hause, über die Autos drüber laufen. Oder an ihnen vorbeifahren. Dann, okay? Ich dachte, das ist eine Wanderung. Also, nein, wir fahren nach Hause. Das habe ich aber schon gesagt. Okay. Wir fahren jetzt nach Hause. Okay. So, über die Autobahn. Zack, 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 zack. Versuch nichts zu berühren. Pam, pam, auf Zehenspitzen. Was muss ich? Ich verstehe es nicht. Du lässt den Ball einfach durch die Autobahn durch zweimal, ohne irgendwas zu berühren. Es wird dann schon noch schwerer. Mach's einfach. Das kriegst du hin. Okay? Bitte keine Autos berühren, weil das heißt automatisch Unfall. So, Ball wieder plumpsen lassen. Raststätte. Okay? In die Raststätte rein. Jetzt bitte. Nimmst du hier den linken Fuß, ziehst ihn aus der Raststätte raus, gehst mit dem rechten Fuß nach vorne und schießt mit dem rechten Fuß auch ins Tor. Okay? Schießen oder passen? Schießen. Schießen.
So. Hier vorne haben wir jetzt noch einen Bus auf der Fahrbahn. Okay, wir fahren weiter, Landstraße, einen Bus. Den Bus müssen wir umkurven. Das machst du jetzt mit deinem Lieblingsfuß. Okay? Heißt, einmal ums Auto rum, zack, passt alles, ich gehe an den Bus vorbei und schieße den Ball in die Garage rein. Hast nicht getroffen, musst nee. Nochmal machen. Nochmal. Ja. Nochmal. Machst du einen Übersteiger oder was? Also, nach dem Torschuss, wir haben auf der Landstraße noch einen Bus, der steht leider ein bisschen quer. Okay, wir müssen an dem Bus vorbeifahren. Heißt, Übersteiger sagen wir im Fußball auch dazu, wir gehen einmal um unser Auto rum. Aha. Okay. Und mit demselben Fuß gehen wir auch hier vorbei. Du hast schon gemerkt, ich bin jetzt einmal kurz hier rüber, habe ich das Gewicht verlagert. Lieblingsfuß. Lieblingsfuß vorbei. Übersteiger, Finte. Lieblingsfuß. Schuss. Schuss. Okay, ich probiere. Darf ich? Ja, du kannst auch den schöneren Ball nehmen. Das ist der neue. Der ist doch toll, der Ball. Wie du willst. Okay. So, wir machen nur zwei Runden, dass du ungefähr weißt, wo die Autos stehen. Und was drüber, drüber, drüber auf Zehenspitzen. Also ich überhole rechts. Ja. Ja. Wo du durch willst, genau. Gut, jetzt? Ball Dropkick stoppen wieder, in den Rasthof rein. Boah, ich hab keinen Platz. Tanken. Also links rausziehen. Tanken mit links. Nach vorne spielen mit rechts und Schuss mit rechts. Voll. Sehr schön. Ball legen. Gut, genau. Moment. Wir laufen bitte andersrum ums Auto. Das ist, genau. So? Nein, mit dem Fuß einmal ums Auto. So? Jawohl. Einen Schritt rechts vorbei und rein in die Garage. Oh, wir sind zu Hause. So, einmal noch bitte. Ich bin rechts überholt. So. Und jetzt überholt Rasthof. Denk dran, linker Fuß wird getankt. Nach vorne spielen. Schuss. Sehr schön. Auf der Landstraße ist noch ein Bus. Einmal. Stopp. Ah, nein, andersrum. Andersrum. Von innen nach außen, gell? Von links, genau. Von wenn innen. Links ums Auto rum. Hopp, jawohl. Hopp. Und alles mit dem Lieblingsfuß. So, wenn du jetzt eine Sache noch, vielleicht nee. Darf nee. Ich mal schnell. Gib mir mal schnell den Ball, nee. Den Ball jetzt her. Wenn jetzt wirklich dein Lieblingsfuß links ist, dann möchte ich, dass du den Bus auch mit links überholst, okay? Heißt, du gehst auch wieder von innen nach außen, okay? Mit dem linken Fuß, Zehenspitzen, machst einen Schritt, auch mit dem linken Fuß jetzt links am Auto vorbei. Und mit links auch den Ball in die Garage schießen. Und was mache ich mit der Zehenspitze? Drücke ich die nach unten oder nach oben beim Schwingen? Tja. Was wäre jetzt besser? Tja. Mach's einfach und schau mal, ob du es richtig machst. Und dann korrigierst du mich, wenn ich es richtig mache. Korrigiere ich dich. Jetzt Moment, das war, genau. Du weißt jetzt, wie ungefähr der Stau, wie es da so abläuft, wo was ja, steht. Ja, ich habe ich fahre einfach. Jetzt fahr mal da durch. Moment. Ball runter. Wo? Am Fuß, Ball runter und wir fahren vorsichtig durch. Aber die passen durch. Doch, du passt, die passen durch. Nein. Vorsichtig, ohne Unfall. Ja. Natürlich passt du durch. Links tanken. Ja, rechts vorspielen, schießen. Gut. Machst mit deinem Lieblingsfuß auf Zehenspitzen erstmal. Von innen nach außen. So. Fuß nicht ganz so hoch schwingen, etwas knapper ums Auto rum, so? Zehenspitze nach unten, ah, okay. Zehenspitze nach unten, und einen Schritt, abfahren, ab in die Garage. Oh, verdammt. Ja, ist schwer, wird sich. Ja. So, gleich nächste Runde, du kennst jetzt schon den Weg. Sehr gut. Was ist, wenn ich einen Unfall baue, was muss ich da machen? Musst du aufbauen und von vorne leider. Alles aufbauen wieder. Ja, das macht keinen Spaß, alles was umgefallen ist. Sehr gut. Rechts vorbei. Ja, ich habe getroffen. Super. Soll ich es auch mal mit links machen? Sehr schön. Und was machst nein, du? Nein. So. Stau hat sich ein bisschen verändert. Und weiter geht's. Gut, Vorsicht. Der Marco macht das genau richtig. Wenn das Auto zu schnell ist, lieber mal anhalten mit der Sohle. Oh, Entschuldigung. Dann baust du bitte den LKW wieder auf und machst es von vorne. Tut mir leid. So? Ja, so.
Du hast ja den Weg jetzt eh schon gesehen. Musst ich kenne den Weg. So, bitte nochmal von vorne. Ja, hier, Start. Nein, nein, leider nochmal die Autobahn. Der Start hier immer. Nein, nochmal die Autobahn. Der Start ist bei der Autobahn. Das ist die Landstraße, wo der Bus steht. Mann, okay. Mann. Schon pingelig. Gut, Ball anhalten, wenn es zu knapp ist. Super. Links tanken, rechts vorbei. Rein damit. Lieblingsfuß. Erst so, Fußspitze nach unten. Lieblingsfuß. Lieblingsfuß, zack, einen Schritt, Lieblingsfuß vorbei, jawohl, sehr stark, nochmal. Der LKW stört mich da. Probier's. Du hast es aber vorher schon gut gemacht, wenn das Auto zu schnell ist. Abstand, bitte. Sohle drauf, ne? Genau. Mach ich. Und los. Jojo, magst du auch Auto fahren? Auf geht's, Markus. Vorsicht, Fuß drauf, ja, das müssen wir nochmal. Das ist gefährlich. Du darfst. Darf ich? Ja, bitte. Freifahrt? Ja, Vorsicht, ohne Unfall, sonst müssen wir nochmal fahren. Das wäre kein Problem. Ja. Durchkommen, bitte. Ja. Hopp. Und hopp. Links tanken, rechts vorspielen. Hopp. Sehr schön. Und Übersteiger. Einmal weg und Feuer. Feuer in die Garage. Gut. Gut. Und jetzt? Und weiter. Vorsicht! Doch, klar. War doch ein Weg frei. Ja, gut. Hopp, Fuß, Wechsel, voll. Schlecht aufgebaut. Ja, würde ich auch sagen. Kann ich einen doppelten Übersteiger machen? Oder nein, mach den Übersteiger finden. Mach den einfachen. Ja, einfach. Ein Schritt. Da. Was jetzt? Nochmal. Übersteiger rechts, einen Schritt. Schritt nach links. Wie vorhin, immer noch der gleiche Ring. Übersteiger Finte. Das wissen die Kinder nicht. Ja, aber jetzt wissen sie es. Jetzt wissen sie es, ja. Vorsicht. Bahn ist verändert wieder. Suche einen Weg. Gut. Sehr schön. Achtung. Ja. Tanken links. Hä? Gut. Wunderbar. Was muss ich denn beim Passen oder Schießen beachten? Kann ich da schon was beachten oder? Nein! Moment, wir machen es jetzt eh nochmal ein bisschen schwerer. Wir haben ja letzte Woche die Banane gemacht, die zeigen wir jetzt heute auch mal den ganz kleinen. Aber jetzt Moment, halt mal den Ball kurz an. Ich baue es noch einmal ein bisschen um. Okay? Meine Füße tun weh. Ja, wir machen jetzt noch zwei Runden. Okay? Die letzten zwei Runden. So, also, letzter Umbau. Jetzt machen wir es mal richtig, richtig schwer noch. So, gut. Okay, jetzt passt der Ball einfach gar nicht mehr durch. Doch. Soll ich durch die Wand oder was? Er passt wirklich durch. Du wirst es sehen. Er passt halt einfach gar nicht durch. Doch. Okay, doch, da passt er. Er passt durch. Weg. Er passt durch. Gut, Moment, ich wollte noch. So, auf der Landstraße, doppelter Übersteiger, okay, heißt Lieblingsfuß ums Auto rum, schwacher Fuß ums Auto rum, okay, und wir gehen wieder mit dem rechten kleinen Zeh vorbei. So, jetzt mache ich mal ein bisschen schneller. Also, Zehenspitzen, das hast du schon immer super gemacht, Lieblingsfuß, schwacher Fuß, rechts vorbei, Schuss in die Garage. Mhm. Warum lachst du denn? Hä? Passt das gut? Warum lachst du denn so? Gut! So, Schusstechnik, Banane. Banane oder Pass? Die Banane. Oder Schuss? Die Banane. Schuss. Du darfst ruhig ein bisschen fester schießen, letzte Runde. Also, tanken mit links, das bleibt. Okay? Vorlegen mit rechts, Banane. Ich weiß nicht, Fuß hochziehen. Okay? Moment. Ich zeige es nochmal in Zeitlupe. Also. Dein linkes Bein, wenn du mit rechts schießt, geht ein bisschen näher an den Ball ran. Okay? Und den Fuß, also das Schwungbein, den Ball triffst du jetzt ungefähr wieder hier ein bisschen seitlich, schwingst du nach oben durch. Okay? Probier es einfach mal aus. Es ist sehr, sehr schwer. Ich weiß, du hast gerade erst angefangen zum Fußballspielen. Probier es einfach mal. Vielleicht kriegst du die Banane hin. Moment, warum nimmst du mir jetzt den Ball weg? Tu nochmal her. Bei der Banane
dreht sich der Ball nämlich so um den Torwart rum. Das wollen wir erreichen, okay? Gut, probier's einfach mal. Autobahn ist der Start, wie immer. Los! Los! Okay, so, vorsichtig. Oft anhalten wahrscheinlich. Es ist lupfen sehr, sag ich nicht. Nein, dann wirst du sowieso alles abräumen. Du kannst nicht lupfen. Klar kann ich lupfen. Habe ich ja vorher gesehen. Soll ich dir zeigen? Nein, geh durch. Ja, ja, ja. Ganz vorsichtig. Immer noch tanken mit links, vorspielen. So, genau, Banane. So. Das war vielleicht ein bisschen fest für das kleine Zimmer. Ja, du hast gesagt, ich soll fest schießen. Du sollst schießen. Wie fest. Ja, aber ich muss noch Schwung holen. So, Landstraße zurück. Eins, zwei. Zwei, ja. Kleiner C schiebt. Schuss. Kleiner C. Soll ich da auch eine Banane schießen? Nein. Gut. Versuch die Garage nur zu treffen. Gut. Sehr schön. Dann links vorspielen, hochziehen den Fuß. Wunderbar. Ja, war gut. Jetzt hätte ich fast die Brust abgeschossen. Jetzt war der Ball jetzt ein bisschen leichter und war auch ein Schuss. Ich fand es präzise, ist nicht gut gekommen. Ich fand es halt vorher ein bisschen fester. Ist ja gut, Trainer, ich mache ja das, was Sie wollen. Fast schon, dafür kannst du nichts. Starte ich hier wieder? Nochmal, ja. Okay. Die letzten zwei. Vorsichtig, Ball anhalten. Ja, 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 ja. Ich bin am LKW angestoßen. Ich habe es gar nicht gesehen. Echt? Ja, klar. Ein bisschen konzentrierter, Trainer, bitte. Jetzt, ja, ich schaue genau. Du hast völlig recht. Ball anhalten. Gut, 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 gut. Hopp, hopp. Ja, ihr seht schon, der Marco hat die Banane ganz schön drauf, der Ball dreht sich. Super, letzte Runde. Nochmal? Allerletzte Runde. Oh, nochmal. Hast du das gesehen? Das hast du jetzt gesehen, ne? Ja. Nochmal. Unfall. Arbeite viel unter dem Fuß mit der Sohle, genau. Unterm Vorsicht. Ja, passt doch. Oh. Fußwechsel hochziehen. Jawohl. Ich habe das Kreuzeck getroffen. Genau ins Eck. Einmal rum. Hopp. Zweimal rum. Hopp. Vorbei. Hopp. Fast. Gut. Fertig? Fertig. Fertig. Danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns Donnerstag ist der nächste Fußballkindergarten wieder. Wie gesagt, morgen Fördertraining für die etwas Älteren. Mittwoch Torwarttraining und Freitag nochmal Fördertraining. Wenn du beim nächsten Kindergarten wieder mitmachen willst, 16 Uhr am Donnerstag. Ja. Ich glaube, ich habe 16 Uhr noch gar nicht gesagt. Nein. Heute. Ich habe nie 16 Uhr gesagt. Ja. Immer um 4 nachmittags, 16 Uhr, ist unser Fußballkindergarten. Auch die anderen Trainings. Ja. Gut, danke fürs Mitmachen. Bis bald. Ciao, ciao.